Kapitel 15. Die Wolken sammeln sich. Und nun wollen wir zu Bilbo und den Zwergen zurückkehren. Die ganze Nacht hindurch wachte einer von ihnen, aber als der Morgen kam, hatte keiner Anzeichen einer Gefahr gehört oder gesehen. Immer dichter jedoch sammelten sich die Vogelschwärme, ihre Scharen kamen von Süden geflogen und unaufhörlich schrien und klagten die Krähen, die den Berg nie verlassen hatten. »Etwas Merkwürdiges geschieht«, sagte Thorin, »die Zeit für den Herbstzug ist vorbei, und dies sind Vögel, die im Land bleiben. Da sind Stare und ganze Scharen von Finken, und weiter drüben kreisen zahllose Aaskrähen, als sollte hier eine Schlacht stattfinden.« Plötzlich zeigte Bilbo hinaus. »Da ist auch die alte Drossel wieder«, rief er. »Sie ist offenbar davongekommen, als Smaug die ganze Bergseite zerschmetterte. Aber ich vermute, dass die Schnecken droben vernichtet wurden.« Wirklich, die alte Drossel war wieder da, und als Bilbo auf sie zeigte, flog sie heran und setzte sich dicht vor ihnen auf einen Stein. Dann schlug sie mit den Schwingen und sang. Endlich legte sie den Kopf schief, als ob sie lauschte, und wieder sang sie und wieder lauschte sie. »Ich glaube, sie will uns etwas sagen«, meinte Balin, »aber ich kann leider der Rede dieser Vögel nicht folgen. Sie ist zu schnell und zu schwierig. Könnt ihr sie vielleicht verstehen, Beutlin?« »Nicht sehr gut«, entgegnete Bilbo, »genau genommen konnte er überhaupt nichts verstehen. Aber der alte Bursche scheint furchtbar aufgeregt zu sein.« »Ich wünschte bloß, es wäre eine Rabe«, sagte Balin. »Und ich dachte, ihr könntet Raben nicht leiden. Mir schien, ihr wäret ihnen lieber aus dem Weg gegangen, als wir hier heraufkamen.« »Das waren Krähen, verdächtig aussehende, hässliche Gesellen und roh obendrein. Ihr hättet bloß hören sollen, was für Schimpfworte sie hinter uns herriefen. Raben jedoch sind ganz anders. Für gewöhnlich herrschte große Freundschaft zwischen ihnen und Thros' Volk. Oft brachten sie uns geheime Nachrichten. Sie wurden mit blitzenden Gegenständen belohnt, auf die sie rein närrisch waren und die sie in ihren Nestern verbargen. Sie leben viele Jahre, ihr Gedächtnis ist lang und sie überliefern die Weisheit ihren Kindern. Als ich noch ein junger Zwergenbursche war, kannte ich manchen von den Raben persönlich. Diese Anhöhe wurde Rabenberg genannt, weil ein gescheites, berühmtes Rabenpaar hier hauste, der alte Kark und seine Frau. Sie nisteten genau über dem Wachraum. Aber ich glaube nicht, dass sich noch einer vom alten Stamm hier aufhält.« Kaum hatte er geendet, als die Drossel einen schrillen Pfiff ausstieß und unverzüglich davonflog. »Wir verstehen sie nicht«, sagte Balin. »Aber ich bin sicher, dass dieser alte Vogel uns verstanden hat. Haltet gute Wache und seht zu, was geschieht.« Nicht lange, und sie hörten ein Flügel schlagen. Die Drossel kehrte zurück, und mit ihr kam ein uralter, fast blinder Vogel, der nur noch schwerfällig flog und einen kahlen Kopf hatte. Es war ein hochbetagter, außerordentlich großer Rabe. Steif setzte er sich vor ihnen auf den Boden, schlug müde ein paar Mal mit den Schwingen und hüpfte Thorin entgegen. »O Thorin, Sohn von Trein und Balin, Sohn von Fundin«, krächzte er. Bilbo verstand, was er sagte, denn er benutzte die gewöhnliche und nicht die Vogelsprache. »Ich bin Roak, Sohn von Kark. Kark ist tot, aber ihr kanntet ihn einst gut. Es ist zwar schon 153 Jahre her, dass ich aus dem Ei kroch, aber nie werde ich vergessen, was mein Vater mir sagte. Jetzt bin ich Herr der großen Bergraben. Wir sind nur wenige, aber wir erinnern uns gut an den König der alten Zeiten. Die meisten meines Volkes sind unterwegs,
denn es stehen im Süden wichtige Ereignisse bevor. Ereignisse, die euch freuen, aber auch andere, die euch Sorge machen werden. Schaut, die Vögel kommen aus Süd und Ost und West zum Berg und nach Dall zurück, denn das Wort geht um. Smaug ist tot. Tot! Tot! Schrien die Zwerge. Dann haben wir unnütz Angst vor ihm gehabt. Dann ist der Schatz unser. Sie sprangen auf und vollführten Luftsprünge vor Freude. Ja, tot, sagte Roek. Die Drossel hier, mögen ihr nie die Federn ausfallen, sah ihn sterben. Wir dürfen ihren Worten glauben. Sie sah ihn in der Schlacht von Eskeroth fallen, 3 Nächte zuvor, beim Aufgang des Mondes. Es dauerte geraume Zeit, bis Thorin die Zwerge dazu brachte, still zu sein und den Nachrichten des Raben weiter zu lauschen. Als er schließlich die ganze Geschichte des Kampfes erzählt hatte, fuhr Roek fort. Soweit die erfreuliche Seite, Thorin Eichenschild. Ihr könnt ohne Gefahr zu eurem Palast zurückkehren. Der ganze Schatz ist euer, im Augenblick. Aber viele versammeln sich, nicht nur die Vögel. Die Nachricht vom Tod des Wächters ist weit und breit im Land umgegangen, und die Sage, die Jahr um Jahr von dem Reichtum Troers erzählt wurde, ist nie aus dem Gedächtnis geschwunden. Viele sind begierig, einen Anteil an der Beute zu bekommen. Schon ist ein Elbenheer im Anmarsch. Und die Aaskrähen sind mit ihnen, denn sie hoffen auf Kampf und Schlacht. Am See murren die Menschen, dass sie all ihr Leid den Zwergen verdanken, denn sie sind obdachlos und viele sterben. Smaug vernichtete ihre Stadt. Auch sie wollen einen Teil von eurem Schatz, ob ihr nun lebt oder ob ihr tot seid. Eure Klugheit muss entscheiden, was ihr tun wollt. Aber 13, das ist nur ein kleiner Rest des mächtigen Volkes von Durin, das einmal hier lebte und heute weit zerstreut ist. Wenn ihr auf meinen Rat hören wollt, so traut nicht dem Meister der Seemenschen, sondern dem, der den Drachen mit seinem Bogen erschossen hat. Es ist Bard aus dem Stamm derer von Dall, Abkomme Girions. Er ist ein grimmiger, aber gerechter Mann. Wir möchten nach all der Verwüstung wieder Frieden sehen zwischen Zwergen und Menschen und Elben, wie es früher war. Aber es kann euch viel Gold kosten. Ich habe gesprochen. Da brach Thorin in Zorn aus. »Unser Dank, Roek, Karks Sohn«, sagte er rau. »Ihr und euer Volk sollen nicht vergessen werden. Aber kein Gran unseres Goldes soll Dieben oder Gewalttätigen zufallen, solange wir noch einen Atemzug tun. Wenn ihr uns mehr noch zu Dankbarkeit verpflichten wollt, so bringt uns Nachricht über jeden, der heranzieht. Auch möchte ich euch bitten, wenn einer von euch noch jung und stark beschwingt ist«, sendet Boten zu unseren Verwandten in den Bergen des Nordens, westlich oder östlich von hier, und erzählt ihnen von unserer gefährlichen Lage. Aber fliegt zuerst zu meinem Vetter Dain in die Eisenberge, denn er hat viel gut bewaffnete Leute und wohnt uns am nächsten. Bittet ihn um höchste Eile. Ich heiße diesen Entschluss weder gut noch schlecht, krächzte der Rabe. Aber ich will tun, was getan werden kann. Damit flog er langsam davon. »Zurück jetzt zum Berg«, schrie Thorin. »Wir haben wenig Zeit zu verlieren.« »Und wenig zu essen.
fügte Bilbo hinzu, der auf diesem Gebiet stets praktisch dachte. Für ihn war das Abenteuer mit dem Tode Smaugs zu Ende, ein großer Irrtum übrigens, und er würde den größten Teil seines Anteils hingegeben haben, um den drohenden Streit friedlich zu lösen. »Zurück zum Berg!« schrien die Zwerge, als ob sie ihn nicht gehört hätten. So musste Bilbo mit ihnen gehen. Da auch die Ereignisse schon bekannt sind, wisst ihr, dass die Zwerge noch einige Tage vor sich hatten. Sie erkundeten abermals die Höhlen und fanden, wie sie es vermutet hatten, dass nur das Haupttor als einziges offen geblieben war. Alle anderen Tore, ausgenommen natürlich die kleine Geheimtür, waren seit langem von Smaug zerstört und gesperrt worden. Nicht eine Spur war übrig geblieben. Sie begannen also hart zu arbeiten, denn sie mussten den Haupteingang befestigen und einen neuen Pfad anlegen, der ins Tal hinabführte. Werkzeuge der alten Bergarbeiter, Steinbrecher und Bauleute fanden sich massenweise. Zwerge waren in solchen Aufgaben noch immer sehr geschickt. Während ihrer Arbeit brachten die Bergraben ihnen fortlaufend Nachrichten. Sie hörten, dass der Elbenkönig sich zum See gewandt hatte, und so blieb ihnen noch eine Atempause. Noch besser, sie erfuhren, dass drei ihrer Ponys entkommen waren und wild an den Ufern des eiligen Wassers umherstreiften, nicht weit von dem Platz, wo sie den Rest ihrer Vorräte gelassen hatten. Und während die anderen in ihrer Arbeit fortfuhren, wurden Killy und Philly unter der Führung eines Raben ausgesandt, um die Ponys zu fangen und so viel sie tragen konnten mitzubringen. 4 Tage waren sie unterwegs, und inzwischen hatten sie erfahren, dass die vereinigten Heere der Menschen und Elben dem Berg zueilten. Aber jetzt wuchs ihr Mut, denn sie hatten für einige Wochen zu essen. Hauptsächlich Kram, versteht sich, und Kram hatten sie sehr satt. Trotzdem ist Kram immer noch besser als gar nichts. Schon war das Tor durch eine Quadermauer gesperrt, die zwar ohne Mörtel gebaut, aber nichtsdestoweniger mächtig und hoch war. Scharten waren ausgespart, durch die man beobachten oder schießen konnte, aber einen Eingang hatten die Zwerge nicht freigelassen. Hinein und hinaus kletterten sie mit Leitern, Material hieften sie mit Tauen hoch. Für den Austritt des Flusses hatten sie unter der Mauer einen niedrigen Gewölbebogen gebaut, aber gleich vor dem ehemaligen Eingang war das enge Bett des Flusses so erweitert worden, dass eine breite Wasserfläche sich von der Bergwand bis zu den Fällen erstreckte, über die der Fluss hinunterstürzte. Wenn man nicht schwimmen wollte, konnte man sich dem Eingang nur noch auf einem ganz schmalen Sims dicht entlang der rechten Klippe nähern. Philly und Killy hatten die Ponys nur bis zu den Stufen über der alten Brücke gebracht. Dort waren sie abgeladen und reiterlos zurück nach Süden zu ihren Besitzern geschickt worden. Dann kam eine Nacht, in der vor ihnen in Dal viele Lichter von Lagerfeuern und Fackeln aufflammten. »Sie sind da«, rief Balin, »und ihr Lager ist sehr groß. Sie müssen unter dem Schutz der Dämmerung auf beiden Seiten des Flusses ins Tal gekommen sein.« In dieser Nacht schliefen die Zwerge wenig. Noch war das Morgenlicht schwach, als eine Schar sich ihnen näherte. Hinter ihrer Mauer beobachteten die Zwerge, wie die Leute das Tal entlang zogen und langsam heraufkletterten. Nicht lange, und man konnte erkennen, dass es Menschen vom See waren, kriegsmäßig bewaffnet und Bogenschützen der Elben. Schließlich kletterten die ersten über die wüsten Blöcke und erschienen oben am Beginn der Fälle. Groß war ihre Überraschung, als sie die breite Wasserfläche vor sich sahen und das Tor von einer Mauer frisch gehauener Quader versperrt. Als sie so dastanden, auf die Mauer zeigten und durcheinander redeten, rief Thorin ihnen zu. »Wer seid ihr, die ihr kommt, als wolltet ihr Krieg tragen zu den Toren von Thorin, Sohn von Thrain, König unter dem Berg? Was wollt ihr?« Aber sie antworteten nicht.
Einige wandten sich rasch zurück, die anderen gafften noch eine Weile das Tor an und seine Befestigung, und dann folgten sie ebenfalls. An diesem Tag wurde das Lager verlegt, mitten zwischen die ausgreifenden Bergflanken. Die Felsen hallten von Stimmen und Liedern wieder, wie sie es für eine lange, lange Zeit nicht mehr getan hatten. Auch Elbenharfen waren zu hören und süß klingende Musik. Und wie das Echo heraufdrang, war es, als erwärmte sich die kalte Luft und ein Duft von Waldblumen und Frühling stieg zu den Zwergen herauf. Da wünschte Bilbo sich nichts sehnlicher, als aus der dunklen Festung zu entfliehen. Er wollte hinuntergehen und an der Fröhlichkeit und dem Schmaus am Lagerfeuer teilnehmen. Auch einige der jüngeren Zwerge waren gerührt und murmelten, dass ihnen ein anderer Ausgang ihres Abenteuers lieber gewesen wäre und dass sie dieses Volk draußen besser als Freunde willkommen heißen sollten. Doch Thorin schaute finster drein. Dann brachten auch die Zwerge Harfen und Instrumente aus dem alten Schatz und musizierten, um sein Gemüt zu beschwichtigen. Aber ihr Lied war dem der Elben nicht vergleichbar. Es ähnelte sehr dem alten Gesang, den sie in Bilbos kleiner Hobbithöhle angestimmt hatten. Doch dieses Lied gefiel Thorin. Er lächelte wieder und wurde fröhlich. Sogleich berechnete er die Entfernung zu den Eisenbergen und wie lang es dauern würde, bis Dain den einsamen Berg erreichen konnte, falls er sogleich aufgebrochen war. Aber Bilbos Herz wurde schwer, die Rede klang allzu kriegerisch. Am nächsten Morgen sahen sie früh eine Schar Speerträger den Fluss überqueren und das Tal heraufkommen. Mit sich führten sie das grüne Banner des Elbenkönigs und das blaue Banner vom See. Sie kamen heran, bis sie dicht vor der Mauer unter dem Eingang standen. Wieder rief ihnen Thorin mit lauter Stimme zu: »Wer seid ihr, die ihr in Waffen zu den Toren Thorins, des Sohns von Trein, König unter dem Berg, kommt?« Diesmal erhielt er eine Antwort. Ein großer Mann schritt nach vorn, dunkles Haar, grimmiges Antlitz, und er schrie: »Gruß, Thorin! Warum verschanzt ihr euch wie ein Räuber in seiner Höhle? Noch sind wir keine Feinde. Wir freuen uns, dass ihr, was keiner zu hoffen wagte, noch am Leben seid. Wir kamen und nahmen an, dass wir niemand mehr hier am Leben fänden. Jetzt aber, da wir euch hier treffen, ist es angebracht, Unterhandlung zu führen und Rat zu halten.« »Wer seid ihr und worüber wollt ihr unterhandeln?« »Ich bin Bart. Durch meine Hand wurde der Drache erschlagen und euer Schatz befreit. Geht euch das nichts an? Mehr noch, ich bin Abkomme und rechtmäßiger Erbe Girions von Dal, und in eurem Schatz befindet sich manches aus seinem Schatz und seiner Stadt, was der alte Smaug gestohlen hat. Ist das nicht eine Angelegenheit, über die gesprochen werden muss? Weiter zerstörte Smaug in seiner letzten Schlacht die Wohnungen der Menschen von Eskeroth, und noch diene ich ihrem Meister. Ich will für ihn sprechen und fragen, ob ihr kein Herz habt für die Sorgen und das Elend seines Volkes. Sie halfen euch in eurem Elend, und als Dank habt ihr, wenn auch ungewollt, ihnen einzig Zerstörung gebracht.« Nun, dies waren ehrliche und gerechte Worte, so stolz und grimmig sie auch gesprochen wurden. Bilbo dachte, dass Thorin dies auch sogleich zugeben würde. Natürlich erwartete Bilbo nicht, dass sich irgendjemand jetzt daran erinnerte, wie einzig und allein er die verwundbare Stelle des Drachen entdeckt hatte. Und daran tat er gut, denn keiner erwähnte es. Aber Bilbo hatte auch nicht damit gerechnet, was Gold, auf dem ein Drache lange gebrütet hat, für eine unwiderstehliche Macht ausübt, und was in den zwergischen Herzen vorgeht, blieb ihm immer ein Rätsel. Viele Stunden hatte Thorin bei diesem Schatz verbracht, tief hatte sich die Begierde in ihm festgefressen, obgleich er hauptsächlich nach dem Arkenjuwel gefahndet hatte, war er doch von mancher anderen Herrlichkeit, die dort umherlag, gewaltig angezogen worden.
Es waren Kleinodien, mit denen sich viele alte Erinnerungen an Sorge und Arbeit verbanden. »Ihr setzt eure anfechtbarste Forderung an die letzte und wichtigste Stelle«, antwortete Thorin. »Kein Mensch hat Anspruch auf den Schatz meines Volkes, weil Smaug, der ihn stahl, ihm Haus und Leben raubte. Der Schatz gehört nicht ihm. Also können auch Smaugs Untaten nicht damit bezahlt werden. Güter und Hilfe, die wir den Menschen vom See verdanken, werden wir anständig bezahlen, in angemessener Frist. Aber nichts geben wir unter Druck und Gewalt her, nicht einen roten Heller. Solange ein bewaffnetes Heer vor unserer Tür liegt, betrachten wir es als einen hergelaufenen Haufen von Räubern und Strauchdieben. Ich möchte bloß wissen, welches Erbteil ihr unserer Verwandtschaft zuerkannt hättet, wenn ihr den Schatz unbewacht und uns erschlagen gefunden hättet.« »Die Frage ist berechtigt«, antwortete Bart. »Doch ihr seid nicht tot und wir sind keine Räuber. Mehr noch, der Reiche soll über alle Rechtsansprüche hinweg mit dem Bedürftigen Mitleid haben, der sich seiner annahm, als er selbst bedürftig war. Außerdem sind meine anderen Ansprüche unbeantwortet geblieben.« »Wie ich schon sagte, mit bewaffneten Menschen, die vor meinem Tor liegen, verhandle ich nicht. Und mit dem Volk des Elbenkönigs, den ich in wenig guter Erinnerung habe, schon gar nicht. In dieser Auseinandersetzung ist kein Platz für sie. Packt euch jetzt, ehe die Pfeile schwirren. Wenn ihr noch einmal mit mir reden wollt, so schickt zuerst das Elbenheer heim in die Wälder, wohin es gehört. Und dann kehrt zurück und legt eure Waffen nieder, wenn ihr der Torschwelle naht. Der Elbenkönig ist mein Freund. Er hat dem Volk am See in seiner Not beigestanden, und das ohne, dass es einen Anspruch hatte, einzig aus freundnachbarlicher Hilfe«, antwortete Bart. »Wir geben euch Zeit, eure Worte zu bereuen. Nehmt euren Verstand zusammen, ehe wir wiederkehren.« Dann gingen sie ins Lager zurück. Noch ehe einige Stunden verflossen waren, kamen die Bannerträger zurück. Trompeter traten vor und bliesen ein Signal. »Im Namen von Esgrod und im Namen des Waldes«, rief einer, »wir sprechen zu Thorin, Treins Sohn, Eichenschild, der sich selbst König unter dem Berg nennt. Wir fordern ihn auf, die vorgetragenen Ansprüche anzuerkennen, sonst sei er zum Feinde erklärt. Als Mindestes soll er ein Zwölftel des Schatzes an Bart, den Drachentöter und rechtmäßigen Erben von Girion, ausliefern. Von seinem Teil wird Bart Hilfe an Esgarod leisten. Aber wenn Thorin Freundschaft und Ansehen in den Ländern draußen genießen will, wie seine Vorväter es taten, dann mag er auch vom eigenen Teil beitragen, zur Hilfe für die Menschen vom See.« Da ergriff Thorin einen Hornbogen und schoss einen Pfeil auf den Sprecher. Er schlug in den Schild und blieb zitternd stecken. »Wenn das eure Antwort ist«, erwiderte der Sprecher, »so erkläre ich den Berg für belagert. Ihr sollt erst abziehen können, wenn ihr selbst um Frieden und Unterhandlung bittet. Rechnet nicht mit bewaffneten Angriffen. Wir liefern euch eurem Gold aus. Esst es auf, wenn es euch gefällt.« Damit eilten die Botschafter rasch davon. Die Zwerge blieben zurück und waren sich selbst überlassen. So grimmig war Thorin geworden, dass keiner, selbst wenn er es gewollt, es gewagt hätte, ihn zu tadeln. Aber in Wirklichkeit schienen die meisten Thorins Meinung sogar zu teilen, ausgenommen vielleicht der alte dicke Bombur und Fili und Kili. Bilbo missbilligte natürlich den ganzen Verlauf der Angelegenheit. Er hatte mehr als genug vom Berg, und drinnen belagert zu werden, war ganz und gar nicht nach seinem Geschmack. »Der ganze Ort stinkt noch immer nach dem Drachen«, brummte er. »Das macht mich krank, und dieses Kramzeug bleibt mir einfach im Halse stecken.«